mir Freude gemacht. Sind das auch Sachen, die er gerne hat? Um die Wahrheit zu sagen, ich habe keine Ahnung. Seine Mutter kümmert sich um die alltäglichen Dinge. Oh, ich wollte nicht, dass du damit aufhörst. Du musst den Zug zum nächsten Bahnhof fahren, sonst kommen die Leute zu... Bahnhof ist, Junge. Ich glaube, der ist genau hier bei Mr. Teddybär. Hörst du wohl auf? Jordan, Schätzchen, siehst du all die tollen Sachen auf dem Fußboden da? Das ist dein Spielzeug. Ja. Und diese beiden Dinger da an meinem Körper sind nicht deine Spielsachen. Nein. Wenn du so gern an Sachen rumdrückst, warum spielen wir dann nicht mit dem Zeug? Das ist gut. Das macht Spaß. Das kann man nämlich zu einem Ball formen oder einer Schlange. Okay.